Hallo und willkommen zurück hier in Blendezeit. Nach wie vor mit dabei der YouTube Set One. Hallo, hallo. Und wir haben uns entschieden, dass wir eine kleine Basis bauen wollen. Richtig, wir bauen eine kleine Mikrobasis oder unterstützen eine kleine Mikrobasis. Genau. Und Ja. dazu gucken wir mal, da wollen wir nicht die da vorne schon unterstützen, Ja, die aber da vorne ist Kortium, deshalb ich möchte es im Kortium. Kortium. Geradeaus ist Ach so, oh ja, Kortium. ich sehe es, ich sehe es. Ja, Kortium. Ist wie eine Droge. Kortium, die Droge. Jetzt haben wir schon den Titel des Videos. Das läuft doch alles Kortium, die einwandfrei. Droge. Ja. Ist, ja. Oh, es wird jetzt sogar auf der Karte angezeigt. Wurde das vorher auch schon auf der Minikarte angezeigt? Ich habe mir ein Update geholt dafür extra. Ich, Ja, du kannst ja mal auf T drücken, gleich. Wenn das voll ist. Ach, du hast den Scanner da hinten geholt. Ja, ich habe mir das Radar geholt. Oder wird es deswegen auf der Karte angezeigt? Ja, wegen dem kleinen Radar wird das angezeigt. Okay, das ist gut. Wird das denn Ja. auf der gesamten Karte? Nicht so, also nur in einem gewissen Radius. Ich habe ja nur die Stufe 1 für den Nahverkehr, für das Nahe hier. Also musst du es erst in der Nähe entdeckt haben und dann wird es dir aber Nein, dauerhafter. nein, nein, Ne, es nicht ist. dauerhaft angezeigt. Ja. Es ist wieder verschwunden, okay. Korrekt. Ah, hier waren wir doch vorhin schon. Und da ist ein feindlicher Jäger über uns. Ach, der kommt nicht durch. Wir haben noch ein Skyguard-Schild hier. Ja, es sind auch zwei Jäger von uns dran, Jo. ihn abzuschießen oder so. Melde sich Kontakt zu feindlichem Reaver. Dreh doch nicht herum. Ich weiß, dass da ein Reaver ist. Da haben wir auch einen Spawnpunkt, das ist auch gut. Apropos Spawnpunkt, warte mal. Genau, setzen uns hier noch eine Spawnleuchte hin, dann sind wir alle zufrieden. Ah, wir holen uns die ganzen Kerne. Das ist ja richtig Hier, da nice. vorne, rechts rum, da ist auch noch was. Siehst du da auf der anderen Ich Seite von der weiß, Straße? ich hab's schon gesehen, ich hab's gesehen. Gut. Ach, ab 200 Meter wird es dann gezeigt. Gut. Ja, also 115, 117 Meter ungefähr. Wie gesagt, nur im Nahbereich wird das mir alles angezeigt immer. Aber reicht ja. Jo. Und tschüss. Tschüss, Mac ist er. Wieder abhaute. Können wir auch Menschen rufen lassen? Menschen sammeln. Ich bezweifle es. So ein paar Knochen. Da hinten ist Ja, er. 170, 118 Meter, sag ich ja. Ja, aber oh, das ist ein großer. Oh ja, Können oh wir noch mal hier. hinfahren? Machst du einen Wegpunkt mal bitte hin? Ah nee, der ist schon leer. Ist auch leer. Okay, dann lohnt sich's nicht. Yep. Da oben auf dem Hügel ist, habe ich gleich was gesehen. Hier hoch und dann links rum. Da, oh, was ist das? Infanterie mit dem Flash. Fein platt. Wo ist er hin? Ich lock ihn mal weg hier. Ich lock ihn mal kurz zur Base. Kommt er hinterher? Ne, er ist. Der hat Angst. Der hatte Angst, dass du ihn überfährst. Der hatte gedacht, what the fuck, wieso kommt jetzt hier End von mir? Ja, aber theoretisch können wir den doch überfahren, ne? Mit der End. Ja, es Ah, ist da, er natürlich kommt doch schwierig. hinterher. Er kommt Ja, hinterher. ich will ihn gerne mal hier reinfahren. Denn wir haben hier ein Autoturret hier. Ja, ich glaube, die Skype kümmert sich gerade drum. Ja, einfach hinlocken und so. Ach, hat uns jemand gerade repariert? Ja. Das ist ja höflich. Ja. Wie heißt der Helfer? Ach, das ist einer von der Dick. Finde ich gut. Na, der sieht ja hier direkt so Druckwelle und denkt sich, jo, läuft. 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 Ja, denn Dick und die Druckwelle arbeiten ja oft Hand in Hand zusammen. Okay. Warte mal, da hinten fährt unser Panzer, oder? Ich fahre mal jetzt ein bisschen hier in der Richtung, mal ein paar Kristalle wieder suchen. Ja, mach das. Fahr hier lang. Ja. Aber wir haben leider noch nicht das Schild, womit ja unser Panzer mit vollem Kortium-Tank geschützt wird. Das wäre schick. Ja. Gibt auch noch ein
Tarnmodus, was über Quartium geht. Okay, das wäre auch schick. Aufseht doch. Ja, könnte ja man sich kaufen, ne? Dann kaufst du jetzt! Kauf's dir! Kauf es dir! Oh. Hier ist. Gibt's keine Kristalle. Hier gibt es jede Menge Rauch. Da ist ein Schild, das müssen wir reparieren. Wo ist ein Schild, was wir reparieren müssen? Das, was er explodiert, oder was? Ja, aber was? Siehst du es nicht auf der Karte? Achso, das Tor-Dings, Diffuse-Schild, ja. Aber. Generator repariert. Ist schon repariert. Nee. Das hier im Gebäude. Wie kommt man jetzt rein? Da kommt man. Oh. Vorsicht. Unsere Ente. Ja, da. Oh. Okay, das war mal unsere End. Und schon wieder vorbei. Aber hier ist, da ist einer, Infanterie draußen. Da gerade runtergehüpft. Drecksau, niemand zerstört unsere End. Er ist aber tot hier. Ja, ich hab ihn erschossen. Sie. Aber hier hinterm Hügel steht ein Sandy. Da, wo ich jetzt hinlaufe. Hier hinterm Hügel liegt, ist ein Sand. Hier. Da, wo ich hinlaufe, steht ein feindlicher Sandera. Okay. Warte mal, ich leg mal kurz rauf. Und da fährt an der Straße, fährt noch einer. Granate! Der ist uns Spion abgehauen. Jo. Ja, ist tot, ist tot. Tot ist tot, gut, gut, gut. Oh, A wird gekappt. Aber auf der Straße ist noch ein Sandy lang gefahren von den Gegnern. Ja, wir suchen ihn gleich. Aber erstmal zu A. Yep. A haben wir schon wieder zurück. Wir waren auf Jagdeinheit hier. Jägerschwadron. Jo. Gold 1. Gold 1. Du hast so viel Star Wars geguckt. Nein, das kann nicht sein. Sag mal, hast du eigentlich ein Intro schon? Ein Intro? Nicht direkt. Ja. Man sieht. Ja? Kennst du welche, die Intros machen? Ich suche gerade, auch an die Zuschauer, ich suche Leute, die gerade Intros herstellen und so. Ich bräuchte mal ein paar, ich bräuchte ein Intro für alles. Ich kenne leider keine, die Intros herstellen, sonst hätte ich ein richtig schönes Intro. Mein Intro ist momentan, dass man ja mein Bild sieht für ein paar Sekunden und dann war es das. Ja, und dann ich habe ja nur mein Outro, was ich überall hinklatsche. Was aber auch langsam alt wird. Muss mir, wie gesagt, irgendwann mal neue Intros und Autos holen. Okay. Oh. Jemand hat ein AV gehackt. Was war das? Das war mein Handy. Das hat vibriert. Wieso hast du dein Handy bei einer Aufnahme dabei? Da lasse ich eine Stoppuhr laufen und sehe, wie viele Minuten wir schon gespielt haben. Ah. Ja. Hier. Vielleicht sollte ich mir mal die Ausschau nach einer App fürs für den PC gucken. Vielleicht gibt es eine YouTuber-App. Ja, genau, dass mir so eine kleine Uhr gezeigt wird. Ja. Wobei, du benutzt, glaube ich, OBS Studio, ne? Da hast ja, du aber ich benutze dazu keine. Ich sehe nie, wie lange die Folgen laufen. Das mache ich immer nach Bauchgefühl, wenn ich die Folgen. Okay. Und da komme ich immer bei den 20 Minuten raus, was cool ist. So, überlege ich jetzt gerade, was holen wir uns denn jetzt? Das, wieder eine End, weiter Basis bauen oder Herr Razor und wir gehen auf Jagd? Ich hole eine End. Okay. End. End. Ich bin drin. Jo. Wer schreit da rum? Feindlicher Ingenieur gesichtet.
Das interessiert mich nicht, ich fahr da mal. Ey! Der Panzer schießt, der hat ihn gesehen. Wo, 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 wo? Ja, wo? Du hast geschrien. Hab ich geschrien? Dann du da hast hinten. Geschrien. Dann da hinten irgendwo, wo der Panzer hingeschossen hat. Dann habe ich den aus Versehen irgendwie markiert. Weil ich drücke immer ab und zu ein bisschen. Auf der Karte sehen, da ist. Nee, ja, da ich auf der fahr da nicht hin, nein. Das. Ich fahre Richtung Gebirge und suche nach Kristallen. Das ist eine gute Idee. Yep. Ja, hier links schön durch. Worauf ballern die denn jetzt schon wieder? Da hinten ist ja, der Krieg. Erstmal da, erstmal hier direkt so. Da, da, da. Ja, ich weiß. Nein! Nein! Doch, doch. Es geht alles gut. Wenn ich auf dem Dach falle, dann ist die End kaputt. Ach. Okay. Na? Oh, guck mal, die Base hat sich ja auch schon vergrößert dort. Sieht so aus, ne? Jo. Jo. Das alles nur wegen uns. Ja, wegen unseren Ressourcen. Ja, genau. Ja. Oh, das ist ein zweites. Oh. Das sieht schon nicht schlecht aus. Da mache ich mal direkt einen Wegpunkt drauf. Das wird so weit ist nicht weg, aber egal. Oh, das wären zwei, drei Ladungen, die wir haben. Ja, damit können wir schon ordentlich was reißen. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwas hier eigenständiges, kleines, Bäschen-mäßiges aufbauen oder das hin. Oh, oh, oh! Wir werden attackiert. Wir? Nein, hier die Base wird attackiert. Oh. Von wo? Da hinten, wo gerade Beelzebub herumschoss. Aua, wo bist du denn drüber gefahren? Bin auf eine AV rein, gerade hingefahren. Aber die Türme sind schon... Was wir ja machen könnten, ist, wir gehen da zu unserem Wegpunkt hin und bauen da eine Basis auf. Im feindlichen Gebiet, da kriegen wir doch mehr Punkte, oder nicht? Na. Obwohl, so. Die hier schon auf 27 gestiegen. Nicht so. Also, das hängt jetzt nicht mit so oder so zu tun. Wir müssten eigentlich, wenn wir effektiv Punkte quanten wollen... Ja. Eigentlich nur wirklich permanent so welchen hin, die aussaugen, Silos bauen, aussaugen und immer reinpacken. Okay. Wenn du effektiv Punkte sammeln möchtest, aber das ist mir relativ wurscht, weil es mir keinen Spielspaß macht. Ne, ich meine, dass die Basis läuft ja jetzt bei 27%. Und wenn du die im Feindgebiet baust, kriegst du automatisch mehr Prozent, oder? Je weiter wir in der Nähe von einem Warpgate sind, richtig. Von einem gegnerischen dann zum Beispiel. Korrekt. Hey, das sind unsere Ressourcen, Junge. Ja. Wobei, wohin fährt denn die End? Das würde mich jetzt mal mehr interessieren. Fahr hinterher. Wir folgen der End. Wir unterstützen der End. Dann machen wir eine Endparty. Eine Endweg. Ameisenweg, verstehst du? Ameisen. Endwort, jetzt haben wir's. Endwort, ach so. Ja. Ameisenstraße, Antwort. Die fährt ein bisschen ins gegnerische Gebiet rein und nee, die will dorthin sammeln. Da sind noch mehr Kristalle. Yep. Was? Und ist das noch eine zweite? Nee, das ist eine Boggy Ant. Keine dicke Ant. Okay. Wir sind, glaube ich, voll. Der Kristall ist auch noch ja, voll. Ja, wie gesagt, ich folge jetzt einfach der N. Ich lasse aber mal hier einen Wegpunkt da. Die N. Ey, nee, das ist bestimmt. Nein, das ist die falsche End. Ach komm, wir folgen jetzt der N. Die andere End fährt aber auch da lang, die ist schon weiter vorne. Die fährt weiter hoch da. Wo gibt's denn. Fährt die da hinten ganz zu der anderen Basis? Die hinten am. Oh, da ist eine Basis mit 74% ganz hinten am Ende. Ja, dann fahren wir dorthin.
Ist das die da vorne? Ja. Ja, die da vorne ist. Die ist das. Folgen Sie der Und Hand! jetzt, wenn du jetzt hier weiterfährst und hinten dann am. Wo fährt die denn dann? Du. Sie fährt jetzt. Ey! Was denn? Die ist hier da lang. Links rum. Ach, die fährt da oben hin, auf die Base. Aber hier fahren auch mehr Ents rum. Aber Ja, du ich glaube, das könntest. geht. Ja, ich fahre jetzt hoch zu der 74er Basis. Genau. Frisches Kortium von der Druckwelle geliefert. Da freuen sie sich bestimmt. Mal da vorne ist. Nein, das ist die Bogie Das ist Ant. die weiße Ant, aber die andere Ant hat Die sich, kommt ja, da, guck mal, die kommt die da. kommt da, ne? Die ist nun den schwereren Weg gefahren. Durchs Gebirge. Wuhu! Oh. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da rein? Hier hoch und dann rüber. Hier, da rechts auf den Berg und dann kannst du so also rüber. Da ist die weiße zumindest lang gefahren. Genau. So, wo ist denn jetzt hier? Ah, da ist das Ja, Silo. einfach geradeaus noch. Nee, ich will der Dick End nur kurz den Platz geben. Warte Ja. mal. Und kannst du aufladen? Warte. Jetzt. Nein. Jetzt kann Jetzt. ich aufladen. Sehr schön. Hat uns. Ey, das ist das Handy gewesen wieder. Das ist wieder mein Handy gewesen. Und was sagt das Handy? Mein Handy sagt. Na so. Wegen Grillen heute Abend, sagt es. So. Ah ja, stimmt, Deutschland spielt ja heute. Wir nehmen ja die Folge aktuell auf Samstag auf. Auf was tippen eigentlich, wenn ich mal so fragen darf? Auf was ich tippe. Ja, Deutschland gegen die Italiener. Puh, ich glaube, das wird eine ganz knappe Kiste. Ich mache mich, glaube ich, zum Feind der Deutschen. Ich sage, Deutschland verliert. Also ich würde Da sagen, kippt er vor Schock um. jetzt liege ich am Boden und weine. Nein. Oh nein! Ich bin ja auch nicht ganz so der Fußballfanatiker, aber ich würde sagen, also das wird irgendwie 1-1 und dann gibt es irgendwie Verlängerung nachher. Und in der Verlängerung könnte ich mir vorstellen, gewinnt Deutschland noch, aber ganz knapp. Ich glaube irgendwie 1-2 oder es Und Deutschland, wird ehrlich, nachher Deutschland Elfmeterschießen. hat noch nie in offiziellen Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften gegen Italien gewonnen. Ich weiß. Und da das ein Fluch ist, wird Deutschland verlieren. Aber ich hoffe, also vom Herzen hoffe ich natürlich, dass Deutschland gewinnt, aber die Zahlen lügen nicht, meine Freunde. Das stimmt. Außerdem, die aktuelle Zahl lügt da auch nicht. Die sagt, dass wir jetzt gerade offline gehen müssen. Zur nächsten Folge sind wir dann auch wieder im frohen Mutes hier unterwegs. Ich glaube, das ist noch ein, zwei Folgen, noch eine Folge bestimmt mindestens aufnehmen. Genau. Ja. Eine Folge bestimmt noch. Und in der sehen wir uns Richtig. gleich wieder. Ja, alles Gute, bye bye und ciao, Leute! Ciao.